Ich mag am Design Thinking, dass es die Menschen enabled, so zu arbeiten, wie es ihrem Teamgeist entspricht, dass man ihnen Tools und Methoden an die Hand gibt, wie sie offen an neue Probleme herangehen können und sie mit unterschiedlichen Professionen zu einem gemeinsamen Ziel hinarbeiten. Die einfachste Antwort, warum man Design Thinking braucht, ist, weil man kein Geschäft macht, wenn man nicht etwas produziert, was ein Kunde einen Mehrwert ermöglicht. Also wenn ein Kunde keinen Mehrwert in der Leistung sieht und einen Sinn sieht, und da wird er auch keine Bereitschaft haben, dafür Geld auszugeben. Und dass es mittlerweile auch sogar so ist, dass unsere Kunden gemeinsam mit uns Dinge designen, gestalten und kreieren möchten, und Design Thinking eben uns die Möglichkeit gibt und die Methoden an die Hand gibt, um genau dies zu tun. Design Thinking ist ein menschenzentrierter Entwicklungsansatz. Menschen und ihre Bedürfnisse stehen immer im Zentrum unseres Arbeitens. Aber im Endeffekt müssen wir uns in dem Dreiklang bewegen: People Desirability, was Nutzer möchten, Technical Feasibility, was technologisch machbar ist, auch prozessual und organisational machbar ist, als auch Business Viability, wie wir nachhaltigen Geschäftsmehrwert generieren können. Der Design Thinking Prozess besteht aus 6 Schritten, 6 Phasen und der Implementierung als 7. Schritt, 7. Phase. Und in den ersten 3 Phasen, die wir Understand, Observe und Synthesize nennen, bewegen wir uns absolut im Problemraum. Also da schauen wir uns das Problem von ganz vielen Blickwinkeln und Richtungen aus an und denken noch gar nicht in Lösungen. Und erst in den 3 darauffolgenden Schritten, in der Ideate-, Prototype- und Testing-Phase, fangen wir dann an, in Lösungen zu denken, über Lösungen zu reden, diese prototypisch umzusetzen, zu kommunizieren und mit den Nutzern und unserem Kunden quasi zu vertesten. Wichtig ist zu verstehen, dass dahinter Prinzipien stehen. Prinzipien, wie menschenorientiert zu sein, wie dass man visuell arbeitet, dass man sich gewahr wird, wo man im Prozess steht, dass man kollaborativ arbeitet, dass man sehr stark genau guckt, wer sollte in dem Projekt involviert sein, welche Kompetenzen, Fähigkeiten, Wissen brauche ich, und die einen Teil des Kernteams macht und ganz eng zusammenarbeitet. Zu einem Design Thinking Projekt und dem Setup gehört auch ein Raum, ein Arbeitsraum, ein Projektraum, wo die Teams Platz haben, ihre Post-its, ihre Ergebnisse aus dem Field Research, wenn sie beim Kunden waren, aber auch Desk Research, Benchmarking, was wir alles machen in den unterschiedlichen Phasen, wirklich an die Wand zu bringen, transparent für alle, für Teammitglieder, fürs Kernteam, aber auch für Teammitglieder, die man immer mal wieder zwischendrin abholen muss, hilft es einfach unheimlich, beim Storytelling zu unterstützen. Und es ist wichtig, dass man das nicht nach seinem Arbeitstag wegräumen muss, sondern dass das auch dort bleiben kann, dass man sich immer wieder auch in unterschiedlichen Phasen an vergangene Dinge erinnern kann, um da weiter drauf aufzubauen. Das ist bei Iterationen ganz wichtig, dass man nicht so ganz seinen roten Faden verliert bei dem Ganzen. Was halt auch noch ein großer Unterschied ist zwischen Design Thinking bei Siemens zum Gegensatz zu Design Thinking jetzt für ein Produkt Apple oder andere B2C-Güter ist, dass unsere Kunden auch wieder Kunden haben und wir den Blick aufspannen müssen, was müssen unsere Kunden leisten, wer sind deren Kunden, was sind große Markttrends, die bei deren Kunden aufschlagen werden oder aufschlagen könnten, und dementsprechend wird das halt auch komplex. Ich denke, das ist auch was sehr speziell für unsere Arbeit bei Siemens ist, dass der Zugang zu Kunden nicht einfach mit einem Telefonanruf teilweise getätigt ist, sondern dass ein bisschen Vorlauf braucht, dass Zeit braucht, unterschiedliche Leute involviert gehören und auch möchten, und das auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist was, dafür ist noch nicht so richtig die Bereitschaft da, aber dafür sind wir ja da, um das dann auch den Kollegen einfach näher zu bringen und zu zeigen, was es für ein Mehrwert ist, wenn ich wirklich rausgehe ins Feld und mit den Kunden und den Leuten, die es betrifft, den Service Technikern etc. pp. Zu sprechen. Also die Nähe zum Kunden zu spüren, das ist etwas ganz Tolles, was ich jedem nur mitgeben will. Und das andere ist, in einem Lösungsraum einfach auch wieder kreativ zu arbeiten, ganz bewusst wieder nach Inspiration zu suchen und sich da auch einzulassen und Spaß zu haben, spielerisch zu sein. Also es hat viel mit Spaß zu tun und mit Experimentieren, was wir, glaube ich, in unserem Arbeiten häufig vergessen.
Also Design Thinking unterstützt einen ja mit dem Prozess und mit der Methode und den Tools, die dahinter stehen, sodass man eigentlich Schritt für Schritt an diese neue Art des Arbeitens herangeführt wird. Und wenn man das eben auch dann öfter benutzt und auch in anderen Projekten einbringt, bekommt man auch ein sehr gutes Gefühl dafür und weiß dann ja auch mit der Ungewissheit umzugehen und weiß, dass am Ende etwas rauskommt und wie eben das Feedback von unseren Kunden und unseren Teams und Projekten einfach auch ist, dass die Leute merken, sie sind über sich hinausgewachsen und dann auch nachher sehr überrascht waren, was sie wirklich erreicht haben. Und da muss man sich vielleicht auch ab und zu mal drauf einlassen.